50 Jahre Freundschaft. Ein halbes Jahrhundert nach Abschluss des Élysée-Vertrages hat heute Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann eine Ausstellung in der Frankfurter Paulskirche eröffnet. Diese zeigt genau 50 Karikaturen, die die Freundschaft auf humorvolle Art bebildert. Es führt auf sehr leichte Art eben über Humor, über Karikatur vor, was deutsch-französische Freundschaft ist. Es macht den Menschen emotional auch zugänglich, was sich da bewegt zwischen den beiden Ländern, wo es richtig kracht, wo es halt eben auch harmonisch läuft. Ich finde sowas genial, weil besser kann man das auch nicht vermitteln. Wenn man jetzt hier ein paar Aufsätze zum Élysée-Vertrag aufhängen würde, glaube ich, würde es gerade Jugendlichen nicht so besonders interessieren. Es geht auch darum, eben auch die junge Generation speziell anzusprechen. Bei der deutsch-französischen Freundschaft spielt die bereits seit 1960 bestehende Städtepartnerschaft zu der französischen Stadt Lyon eine wichtige Rolle. Es hat eine sehr große Bedeutung, weil es eine unserer ersten Städtefreundschaften überhaupt ist. Damals noch von meinem Vorgänger Werner Bockelmann abgeschlossen. Ist aber auch fundiert im Bereich Wissenschaft, also Universitäten kooperieren, im Bereich Wirtschaft. Die ersten Produkte der Farbwerke Höchst wurden in Lyon vermarktet. Ohne die hätte es nie die Entwicklung des Frankfurter Westens so gegeben. Die Ausstellung ist noch bis zum 17. März in der Paulskirche zu sehen. Der Eintritt ist frei.